Jetzt. Ja, ich habe leider keinen Buchsbaum mehr gefunden hier am Niederrhein. Deswegen habe ich mir jetzt hier ein paar Koniferen gepflückt, weil ich mich noch auf Palmsonntag, auf morgen vorbereiten möchte. Und da werde ich mir gleich mit euren Anregungen noch einen ganz schönen Palmzweig und einen Palmstock draus basteln. Morgen ist Palmsonntag und ihr könnt trotzdem zusammen feiern, denn ihr werdet gleich bei mir in den Links finden, dass ich euch einen Hausgottesdienst, also eine Familienfeier, zusammengestellt habe. Da kann gebetet und gesungen werden. Ich habe euch ein paar Liedvorschläge dazu gemacht, aber ihr könnt auch eure ganz eigenen Lieder singen und ihr sollt ins Gespräch kommen, denn die wunderschönen Bilder, die ihr auch jetzt gleich sehen werdet, die regen dazu an, sich miteinander darüber zu unterhalten, was denn da passiert ist, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Habt Spaß dabei, guckt in die unterschiedlichen Lieder, die wir euch gegeben haben. Die sind nicht in Profiqualität aufgenommen, aber dann habt ihr wenigstens eine Vorstellung, wie die Lieder so klingen sollen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt ihr mir, wie es euch gefallen hat und ob ihr Spaß daran hattet, so einen Gottesdienst zu feiern. Und übrigens, am Ende steht, dass die Palmen gesegnet werden sollen. Und das kann jeder von uns machen. Denn ein Segen ist nichts anderes, als ein gutes Wort über etwas zu sprechen. Und das kann wirklich jeder. Der Kleine, der Große, der Allerälteste oder der Allerjüngste.